denke nach über Religion. Sind sie Fluch oder Segen für das Menschenwohl? Doch wenn Gott unser Vater ist, muss Frieden uns leiten. Welcher Vater wäre erfreut, wenn seine Kinder sich streiten? Hallo liebe Deutsche Welle Zuschauer, mein Name ist Blumio, Deutschrapper aus Düsseldorf und ihr schaut Pop Export. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott. Frieden zwischen Religionen. Blumios musikalischer Kommentar zum Nahostkonflikt. Der 30-jährige Rapper setzt sich gerne mit brisanten Themen auseinander. Er ist selbst zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Also meine Mutter kam aus Tokio, mein Vater kam aus Hiroshima. Und 1983 flogen sie den weiten Weg ins schöne Deutschland nach Hilden bei Düsseldorf. Mein Vater hat sich hier arbeitsbedingt niedergelassen und 2 Jahre später kam ich dann zur Welt. Humio Kuniyoshi wächst als einziges asiatisches Kind in dem Vorort auf. Eine glückliche Zeit, obwohl er fast täglich Erfahrungen mit Rassismus macht. Allein weil er anders aussieht als seine Mitschüler. Heute lebt Blumio in einer multikulturellen, weltoffenen Metropole. Düsseldorf hat mit 9000 Japanern die größte japanische Gemeinde Deutschlands. Er selbst hat einen japanischen Pass, dennoch beschäftigt sich Blumio vor allem mit Themen, die er in Deutschland beobachtet. Immer wieder setzt sich der Rapper in seiner Musik mit Fremdenhass auseinander. Ich greif dich nicht an, ich reich dir die Hand. Bitte hör auf meine Worte, saug sie ein wie ein Schwamm. Denn es ist leicht zu sagen, Nazis raus. Doch jeder Mensch kann sich verändern, ich glaub Nazis auch. Und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Am liebsten wäre mir, dass es gar kein Thema mehr wäre, aber da immer wieder solche Auswüchse in Deutschland zu erkennen sind, und nicht nur in Deutschland, also es gibt Länder, da ist noch viel schlimmer, ja. Deswegen denke ich, dass ich das auch in Zukunft weitermachen werde. Im November 2012 verarbeitet Blumio den kollektiven Schock, den das Land nach Bekanntwerden der rechten Terrorzelle NSU erlebt. Wir müssen uns alle hinterfragen in diesen schlimmen Tagen, wie viele versteckte Vorurteile wir in uns tragen. Sonst wird Deutschland schon ganz bald detonieren. Lasst uns Zusammenhalt demonstrieren. Wir gehen auf die Straßen und planen den Aufstand. Wir sprühen Peace-Zeichen an jeder Hauswand. Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Seit 3 Jahren arbeitet der Musiker mit der Internetplattform Yahoo zusammen. Gemeinsam mit seinem Produzenten Don Tone veröffentlicht er Woche für Woche sein Format Rap Da News. In diesem 3-minütigen Video rappt Blumio über Dennis Kuspert, einen ehemaligen deutschen Gangster-Rapper, der zum radikalen Salafisten wurde. Ein junger Mensch, er war einer von uns. Ein Rapper versinkt in dem schleimigen Sumpf voller Lügen, Hass und Blutrünstigkeit. Ich frag mich, wohin sich diese Welt zukünftig neigt. Ja, manchmal wirst du wirklich depressiv, ne? Ich versuche ja auch Texte immer emotional zu gestalten und somit versetzt du dich ja auch da hinein. Und das führt dann eben dazu, dass dich halt so teilweise solche Ereignisse ja auch wirklich mitnimmt. Manchmal wirst du da auch einfach nur nicht hinschauen. Terror, Krieg und Fremdenhass. In diesem Jahr musste sich Blumio mit vielen negativen Themen auseinandersetzen. Dennoch waren für ihn die eindrücklichsten Momente die Bilder von Flüchtlingen, die an deutschen Bahnhöfen von der Bevölkerung herzlich begrüßt wurden. Einfach diese Hilfsbereitschaft und dieser, wie sagen wir, Altruismus, ja, hat mich sehr berührt. Und ich trage halt auch meinen Teil dazu bei und versuche auch aufzuklären in dem Sinne. Und ich glaube, gemeinsam schaffen wir das schon. Dieser Rapper will, dass seine Zuhörer die düsteren Themen nicht ignorieren, aber trotzdem die Hoffnung auf Besserung nicht verlieren. Amen, Assalamu alaikum und Shalom. Einen Krieg hat der Mensch noch nie gewonnen. Vergiss den Hass, nur die Hoffnung, sie zählt. Ich bete für den Frieden, für Gott und die Welt.